Herzlich willkommen wieder bei Whisky Gold und heute möchte ich euch den Love Rock 10 Jahre vorstellen. Der Klassiker der rauchigen Whiskys. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Die meisten Leute, die das erste Mal einen Single Malt Whisky probieren, und zwar diesen hier, den Love Rock 10 Jahre, die sind ja, total abgeschreckt und voll diabel und weg mit dem Zeug, mag ich nicht. Nur in Ausnahmefällen gibt es Leute, die wirklich sagen, das ist mein Ding. Also dieser hier unter den preiswerten Whiskys ist absolut extrem. Also da kann sogar dieser Artback 10 einpacken. Es gibt da ein paar Ausnahmen, so wie die Serie des Octomod zum Beispiel, die das Ganze noch ein bisschen toppen sollen. Ich selber habe noch keinen probiert, aber dieser hier ist schon eine richtige Bombe. Ja, was gibt es zum Love Rock zu sagen? Love Rock gibt es seit 1815. Die nennen sich hier selbst the most richly flavored of all Scottish Whiskies. Ja. Seit 2014 gehört Love Rock dem Beam Suntory Konzern. Beam aus Amerika, Jim Beam kennt ihr. Und Suntory, ein japanischer Konzern. Da gibt es den Yamazaki, der zurzeit preislich ganz schön abhebt. Es ist ein Islay Whisky, so wie Carl Islay und Artback, Brutgladdick und. Liegt direkt am Wasser, wie die meisten Distillen bei Islay. Haben 7 Brennblasen, produzieren ca. 2,7 Millionen Liter im Jahr. Schon eine stolze Menge. Und haben auch ein vielfältiges Angebot. Hier sind zwei der Quarter Cask Triple Wood, die stelle ich euch in den anschließenden Videos vor. Ich blende euch hier auch einmal den Link ein, dann könnt ihr dann direkt vorspringen. Ja, das Wasser, das Love Rock bezieht, ist schon selber sehr torfig, weil das Wasser über einen torfigen Boden fließt. Und das Wasser und den Torf, den beziehen sie selber aus dem Umland. Auch den Torf aus dem umliegenden Land wird selbst gestochen. Und das sorgt bei Love Rock einfach für diesen unverwechselbaren Geschmack. Das ist ja auch wirklich, der ist schon medizinisch, der ist extrem. 75% des Malzes bezieht Love Rock auch von Port Ellen. Angereichert mit ca. 40 ppm. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Der hier ist gefärbt. Steht drauf mit Farbstoff, Zuckercouleur. Blablabla, Frog Single Malt Scotch. Also ich habe ihn jetzt schon mehrmals probiert und bei den Tastings hier war immer 50-50. Leute, die ihn geliebt haben, Leute, die ihn gehasst haben. Ich selber, viele werden jetzt sagen, ah, nee, macht man nicht. Und hier so ein Whisky und eine wunderbare, schöne Havanna-Zigarre. Top 1A kann ich nur sagen. 40 Volumenprozenter, für mich ein bisschen schwach. Ich könnte mehr vertragen. Hier, Flasche kann ich euch nochmal zeigen. Schönes Weiß, ganz klassisch gehalten. Und hier gibt es noch ein kleines Heftchen in jeder Flasche, Your Passport to Islay. Da wird nochmal ein bisschen was über die Distillerie erzählt. Und dann hat man hier eine eigene Nummer, kann man Friend auf Love Rock werden, sich dort anmelden. Aber schenken werden sie einem, glaube ich, nichts, von daher kann man es auch lassen. Ja, Love Rock hat auch eine breite Palette. Dieses Jahr, letztes Jahr schon erschien der Love Rock Vintage 1991, 23 Jahre alt, exklusiv für Deutschland, limitiert auf 5000 Flaschen. Und dieses Jahr sollen wohl noch einige andere Abfüllungen folgen. Da bin ich aber gespannt, was es alles gibt. Dieses Jahr, richtig, die Destillerie wird dieses Jahr 200 Jahre alt, da wird es mal ein Festival geben. Da werden so bestimmt so einige Flaschen auf den Markt kommen. So, wollen wir mal gucken, was uns erwartet. Oh, absoluter Knaller. Rauch, Rauch, Rauch. Nichts als Rauch. Ich schenke mir von dem mal nicht so viel ein. Ich muss ja die anderen beiden auch gleich noch verkosten für euch. Ah, schön, da sitzen der Korken.
ganz schön bombig. So. Ja, gelbliche Farbe, gefärbt. Ich rieche den Rauch jetzt schon. Brauche ich gar nicht die Nase reinhalten. So. Oh. Da kommt eine Menge. Da kommt eine Menge Rauch. Ja, wer schon mal im Krankenhaus war, dem kann ich nur empfehlen. Probiert den Whisky, fahrt ins Krankenhaus. Ihr werdet an Lafroc denken. Ohne Witz. So eine medizinische Note. Ja, dahinter macht er so ein bisschen Süße auf. Bisschen salzig. Meeresluft kommt da so ein bisschen durch, aber der Rauch ist sowas von dominant. Ich kann auch sagen, gar nicht sagen, wie viel ppm der haben wird, im Rauchanteil. 60, 70, 80? Schwierig. Jetzt sind wir uns hier noch für Geschmacksnotizen. Steht jetzt nichts drauf. So, ich würde sagen, wir werden ihn mal probieren. Man kann schon sehr gut an ihm riechen, das macht schon Spaß, weil es ist wirklich etwas, ja, etwas Spezielles, was den Single Malt Whisky Bereich angeht. Und der knallt schon richtig rein. So, das Longchet. Oh, und sofort zieht es durch die ganze Nase. Überall kommt dann der Rauch raus. Auf der Zunge ist nicht viel. Es ist wirklich Rauch. Diese leichte Süße. So eine frische Brise bringt er, so diese Meeresluft. Er ist auch schnell weg. Was ich wirklich nur überall brauche, mein Mund ist einfach nur Rauch, Rauch, Rauch. Auch nichts anderes. Ist auch schon weg. 40 Volumenprozente ist für mich einfach zu wenig. Bin zu mild, mir fährt da so ein bisschen der Antritt. Und der geht nicht weg, ne? Der Rauch geht nicht weg. Ich stink heute den ganzen Abend danach. Wenn ich mal jetzt meine Freundin ins Bett lege, kriege ich wieder ein. Der stinkt ja wieder nach Rauch. Da habe ich nicht mal geraucht. Die raucht er selber. Ja, ich nehme mal den Rest. Lagerfeuer, Krankenhaus. Ja. Ein kleines bisschen Frucht, aber ganz, ganz weit weg. Da muss man sich wirklich schon fast einbilden. Ja, wenn ihr super rauchigen Whisky probieren wollt, holt euch den. Den kriegt man, glaube ich, sogar unter 30 Euro noch. 28, 29, 30 Euro. Ja, schreibt mir, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr mich mögt. Schreibt mir was Schönes. Äußert Wünsche, welchen Whisky ich gerne für euch verkosten sollte. Wir haben noch einiges da. Unten ist der Link für meinen eBay-Account. Dort verkaufe ich immer ein paar Whiskys aus meiner Sammlung, aus meiner privaten Sammlung. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut mal vorbei. Mal ist weniger drin, mal ist mehr drin. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.